Alles gut? Ja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, jetzt zu sein. Wir kennen uns sehr, sehr lange. Wir sind schon vor 10 oder 11 Jahren irgendwie über den Weg gelaufen, aber ich habe noch nie für dich gezaubert. Das stimmt. Was glaubst du, passiert heute? Boah, ich weiß es nicht. Ich war noch nie so aufgeregt. Ich habe schon sehr viel gemacht in meinem Leben. Okay, ja, ich habe dir wirklich nichts gesagt. Du weißt wirklich überhaupt nicht, was passiert. Das Einzige ist, du weißt, es ist die Show der gefährlichsten Illusionen der Welt. Ja. Und das ist das Finale. Wie stehst du zur Magie? Bist du eher derjenige, der nochmal zum Kind wird und seine Probleme vergisst und sich faszinieren lässt? Oder bist du jemand, der alles hinterfragt und unbedingt herausfinden muss, wie das funktioniert? Ich bin, glaube ich, eher so einer, der hinterfragt. Und ich überlege auch manchmal, also es ist so ein Zwiespalt, beides. Ich werde auch zum Kind so dieses Wow. Aber irgendwie sage ich auch, okay, wie funktioniert das jetzt wirklich? Okay. Und zauberst du auch zu Hause? Ich habe ein paar Instagram-Videos gesehen. Ja, so Kartentricks und sowas. So kleine Sachen? So kleine für Sachen. Deinen Kleinen? Ja, genau. Der Papa macht mit dir jetzt einen Zaubertrick. Die Krake wird zum Fisch. Mach mal die Augen zu. Hokus. Hokus. Fidibus. Da ist ein Fisch jetzt drin. Nein, 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 der ist da oben. Guck mal, von oben sieht man das besser. Komm mal her. Komm mal, Papa guckt mit. Und wie kommt das an? Gut, aber Kinder kann man auch gut. Ne, da sagt man, guck mal, dreh dich einmal um. Dreh dich um und da ist die Karte auf einmal. So. Ja, die Kinder sind fasziniert. Vor allem mein Kleiner. Sehr schön. Ja, wollen wir dich nicht zu lange auf die Folter spannen? Ja, let's go. Ich bin so aufgeregt oder so. Wir fangen ganz harmlos an. Okay. Ich möchte, dass du diesen Tag nie wieder vergisst. Was wir dafür brauchen, ist Vertrauen. Vertrauen in deine und meine Intuition. Dein Bauchgefühl, vertraust du dem? Ja. Verlässt du dich drauf? 100%. Zu 100%? Ja. Das ist perfekt. Bevor wir durch das Tor hier gehen, würde ich deine Intuition gern testen. Okay. Das ist ein ganz kleiner Test. Ich möchte dich bitten, deine linke Hand zu nehmen und auf dein Herz zu legen. Okay. Und du denkst bitte an irgendeinen besonderen Moment in deinem Leben. Irgendetwas, irgendein Moment, das du in deinem Herzen trägst. Mhm. Das hier sind 6 verschiedene Kartenspiele. Wichtig ist, dass alle Karten verschieden sind. Ich möchte dich bitten, rein intuitiv auf irgendeine Karte nur zu zeigen. Egal welche. Die hier? Ja. Alle Karten sind verschieden. Zeig auf irgendeine. Die Ose. Mhm. Boah, ich bin sehr aufgeregt. Brauchst du nicht. Alle sind verschieden. Zeig auf irgendeine, rein intuitiv. Denk an die Situation, das, was du im Herzen trägst, und zeig auf die hier. Mhm. Das nächste Spiel. Alle sind verschieden. Zeig auf irgendeine. Die hier. Mhm. Das Rote. Alle Karten sind verschieden. Zeig auf irgendeine Karte. Rein intuitiv. Die hier? Ja. Und das Letzte. Alle Karten sind verschieden. Jede einzelne unterscheidet sich voneinander. Zeig auf irgendeine. Die hier. Mhm. Pietro, du darfst deine Hand runternehmen. Wir haben 6 verschiedene Kartenspiele. Ich habe dich gebeten, intuitiv auf 6 verschiedene Karten zu zeigen. Aus jedem Spiel eine. Du siehst, alle Karten sind verschieden. Ja. Du solltest an einen bestimmten Moment, irgendetwas, was dir wichtig ist, denken, etwas, was du im Herzen trägst. Und intuitiv hast du dich für Herzkarten entschieden. Das sind alles Herzkarten. Mhm. Ja. Wenn wir aber ganz genau hinschauen, hier in die Mitte schauen. Ich habe kurz überlegt, ich so, warte mal kurz. Dann ist direkt, ist so krass. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße, Alter. Natürlich, das Erste, was ich immer denke, jeden Tag, wenn ich aufstehe, ist mein Sohn. Alessio.
Das ist die exakt perfekte Reihenfolge. Du hast aus allen Spielen die richtigen Karten rausgeholt und genau in der Reihenfolge zusammengelegt. Da gibt das Alessio. Krass. Ich habe, wie gesagt, auf irgendwelche Karten getippt und dass da Alessios Name rauskommt, ist unglaublich. Wirklich, das berührt einen auch voll, obwohl noch wahrscheinlich für Farids Verhältnisse noch gar nichts passiert ist. Krasse Scheiße, wenn es so anfängt, gehe ich heute kaputt, Alter. Wow. Das war nur ein Test. Hinter diesem Tor geht es leider nicht mehr um Spielkarten, sondern um mein Leben. Und als nächsten Vertrauensbeweis möchte ich dir gerne die Augen verbinden und mit dir durch dieses Tor gehen. Okay. Wir sind durch. Und jetzt führe ich dich. Nicht, dass ich jetzt Bungee-Jumping machen muss. So. Na dran. Alter, ich war lange nicht mehr so aufgeregt. Ich flieg nicht runter. Hä? Das ist gut, warte, ein bisschen zu mir. Noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Genau so. Ja. Oh mein Gott. Du stehst exakt dort, wo ich gleich stehen werde. Und du wirst jetzt genau das sehen, was ich sehen werde. Wow, okay. Hier oben, in 6 Meter Höhe, hängt ein Geländewagen. Mhm. Er ist befestigt an 3 Seilen. Wenn die 3 Seile durchgebrannt sind, schwingt er wie ein gigantischer Pendel auf mich zu und durchbricht diese Mauer hier. Noch könnten wir einfach weglaufen. Das ist etwas, was sich gleich ändern wird, zumindest für mich. Denn ich werde hier in diesem Pranger gefesselt sein. Sobald ich hier eingeschlossen bin, werden die Seile da oben in Brand gesetzt. Oh nein, Alter. Wenn die durch sind, schwingt er mit 2,5 Tonnen auf mich zu. Du wirst mich gleich hier mit diesem Schloss festketten. Der Schlüssel, und da kommst du ins Spiel, muss mich rechtzeitig erreichen, bevor die Seile durchgebrannt sind. Nein. Es gibt einen kleinen Haken daran. Es gibt mehr als einen Schlüssel. Oha. Hängen die den gern um? Oh nein. Das ist das Schloss. Das sind über 200 Schlüssel. Probier gerne mal aus. Nimm dir ein paar Schlüssel. Probier so viele du möchtest. Das sind alles Schlüssel, die für mich den Tod bedeuten. Oh nein. Die fassen nicht. Boah, das ist sehr eklig gerade. Ich hab wirklich, das ist scheiße. Der einzige, der passt, der befindet sich an deinem Hals. Ach so. Du kannst ihn gerne probieren. Das ist der Schlüssel, der mein Leben retten kann. Der öffnet das Schloss. Komm bitte mit. Oh Gott. Oh nein, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Mhm. Geh bitte wieder hinter den Tisch. Oh nein, Farid, bitte. Bitte, ich schwöre, mein Herz bleibt stehen. Alter. Aber ich habe den Schlüssel hier, alles entspannt. Genau darum geht's jetzt. Nimm den Schlüssel bitte vom Schlüsselband. Nein, sag den nicht dazwischen machen. Und wirf ihn dazu. Oh nein. Misch die Schlüssel. Nein. So lange, bis du nicht mehr weißt, wo sich der rettende Schlüssel befindet. Das kann ich nicht machen, echt? Mhm. Nimm ein paar, leg sie oben drauf, misch sie, schieb sie über den Tisch. Ja, ich weiß wirklich nicht mehr, wo der ist, Farid, wirklich. Du hast gesagt, du vertraust deiner Intuition. 100%. Wenn die Zündschnur die Seile oben erreicht, haben wir vielleicht 1,5 Minuten. Man kann es nicht genau messen. Bist du bereit? Mhm. Pedro, ich trage die volle Verantwortung dafür. Zündet. Zündschnur brennt! Pedro, mach 2 Haufen aus den Schlüsseln. 2 gleich große Haufen.
Ich glaube, der unter deiner rechten Hand ist sicher. Unter deiner linken Hand schiebst du alle ins Feuer. Wenn der Schlüssel jetzt dabei war, ist das Spiel hier schon vorbei. Mach zwei Haufen draus. Nein, bitte nein! Okay. Ungefähr gleich groß. Deine Intuition, du hast gesagt, du vertraust ihr 100%. Wo ist der rettende Schlüssel? Was willst du? Da? Dann schieb die anderen ins Feuer. Mach zwei Haufen draus. Ungefähr gleich groß. Okay. Eine Hand drüber. Beide. Was fühlst du? Recht. Recht ist sicher? Ja. Sicher? Ah, nein, ja. Willst du dich umentscheiden oder bleibst Recht. Du dabei? Dann schieb die anderen ins Feuer. Oh nein, Farid, bitte nicht. Mach zwei Haufen draus. Okay. Nimm jeweils einen Haufen in jeweils eine Hand. Ein Haufen in die linke Hand, ein Haufen in die rechte Hand. Die Zündschnur erreicht die Seile jetzt gleich. Ungefähr. Diejenigen, die runterfallen, sind aus dem Spiel. Die Seile brennen. Okay, ich habe zwei Haufen. Die Seile brennen. Ungefähr zwei Stück. Die anderen schiebst du ins Feuer. Alle, die jetzt nicht da sind, schiebst du ins Feuer. Pedro, rechts oder links? Rechts. Diejenigen, die für dich sicher sind, behältst du. Ja. Die anderen wirfst du ins Feuer. Okay. Nimm die Schlüssel und leg sie auf den Tisch in eine Reihe. Alle, die du jetzt noch hast, legst du in eine Reihe auf den Tisch. Schneller, Pedro. Schneller. Ein Seil ist durchgerührt. Oh mein Gott. Eine Reihe. Okay. Eine Reihe ungefähr. Nimm deine Hand und geh von links nach rechts über die Schlüssel. Von links nach rechts. Schau, was du spürst. Was sagt dir deine Intuition? Ja. Nimm ihn in deine Hand. Alle anderen ins Feuer. Kommst du mir? Ja. Schnell. Ja. Okay. Ja, auf, auf, auf. Oh mein Gott. Mein Herz. Ich bin mein Herz singelt ihm, Alter. Ich krieg oh mein Gott, entschuldige dafür. Weil ich wollte aufmachen, es hat so ein bisschen geklemmt, Alter. Mein Schweiß sagt auf jeden Fall vieles aus, dass es eine ernste Situation war und kein Fake, Alter. Recht. Sicher? Ah, nein, ja. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich jetzt wegschmeiße. Ich hätte ja auch den anderen Stapel wegschmeißen können. Und da waren 200 Schlüssel. Da waren zwar, ich habe die Schlüssel ausprobiert. Ich bin ja einer, ich glaube ganz wenig. Aber ich habe 20 Schlüssel gefühlt ausprobiert. Und keiner hat gepasst. Und ich habe ja meinen zwischendrin. Das ist zu krass. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Wortschatz ist eigentlich nicht so schlecht, aber das ist einfach nur krass. Mehr fällt mir nicht ein. Ja klar, ich war richtig schockiert, als es geknallt hat. Ich wusste ja von keinem Knall. Dieses Auto kam nicht einfach so runter, ganz entspannt. Das kam runter mit einer Power, ne? Da wäre ich und Farid zusammen durch dieses Fahren. Aber danke für diesen Moment, Alter, weil das würde ich, glaube ich, nie wieder erleben. Meine Mutter guckt gerade zu. Ich verspreche dir, das war das allerletzte Mal. Und das Finale der gefährlichsten Illusionen der Welt. Pedro, vielen herzlichen Dank. Danke dir.